Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Meet and Beat. Anstelle der Sommerpause wollten wir euch in diesem Jahr an der Eröffnung des Düsseldorfer Kultursommers teilhaben lassen. Am 17.07. gab es ein fettes Konzert im Hofgarten in Düsseldorf im Musikpavillon und mit dabei waren der Citybeat-Sieger von 2017, Fabian Haupt, sowie die amtierenden Citybeat-Champions Liv Lars, die wirklich eine richtig fette Show dahingelegt haben. Ihr hättet es sehen müssen, diese Energie an dem Ort war wirklich unfassbar. Alle waren so happy und glücklich, endlich mal wieder auf einem Konzert zu sein, nach all der Zeit. Und auch ich hatte die große Ehre, mit meiner Band dort spielen zu dürfen, mit dem Roten Kreis. Und auch wir, unsere Band, wir haben eine ganz enge Verbundenheit zu Meets & Beats, weil wir uns dort, gefunden haben, könnte man sagen, und die ersten Konzerte dort gespielt haben. Also wir sind auch wirklich dankbar, immer diese Chance zu bekommen. Veranstaltet wurde das Ganze von der Kulturcrew e.V., die des Öfteren ja schon mit der JAB kooperiert hat. Also was bleibt mir zu sagen, außer ganz viel Spaß, genießt die Show, lehnt euch zurück und auf bald. Peace. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sehr schön, dass Sie heute hierher gekommen sind bei diesem wunderschönen Wetter. Da haben wir ja echt Glück gehabt heute Abend. Mein Name ist Anke Kahle. Ich führe Sie heute Abend durch diese Veranstaltung. So, unser erster Act ist ein Singer-Songwriter aus Düsseldorf. Und in der Corona-Zeit ist er auch sehr kreativ gewesen und hat zum Beispiel auch seine Dachboden-EP rausgebracht. Was dahinter steckt, das kann er uns gleich nochmal nach seinem Auftritt kurz erzählen. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier spielt. Begrüßen Sie mit mir Fabian Haupt. Ich fühle mich ganz klein zwischen all den Größen hier. Ich stehe noch nicht auf eigenen Beinen, doch sicher bin ich mir. Ich bin bereit, ich nehme mir Zeit, denn ich habe guten Halt in diesem Wagen, der sich loslöst und rollt. Und dann werde ich hochgezogen bis ganz oben zu den Baumkronen. Ich fühle mich groß, ich fühle mich frei und alles fliegt an mir vorbei. Gleich geht es los, ich bin schwerelos, ein Abenteuer beginnt und ich rase mit einem Lächeln gegen den Wind. Und es geht rauf und runter wie auf einer Achterbahn. Es schmeißt mich in die Kurven, ich will weiterfahren. Und alles dreht sich, mal schnell, mal langsam. Und ich bin mittendrin, und ich bin mittendrin. Und es geht ganz steil bergab und ich kann meinen Atem spüren. Ich hab noch nie so Angst gehabt, doch ich genieße das Gefühl. Ich schließ die Augen, treibe fort an einen unbekannten Ort. Ich will schreien, doch ich finde nicht ein Wort. Und ich habe wieder Sicht, bin wieder oben durch den Schwung, den du mir gibst. Und ich fliege nun voran, denn ich kann spüren, wie du mich schiebst. Wir schauen uns an und irgendwann wird mir klar, dass du mich liebst. Ich will, dass du das auch aus meinen Augen liest. Und es geht rauf und runter wie auf einer Achterbahn. Es schmeißt mich in die Kurven, ich will weiterfahren. Und alles dreht sich, mal schnell, mal langsam. Und ich bin mittendrin und wir sind mittendrin. Hey! Ich will, dass du mich nochmal küsst. Ich sag dir, wie schön es war, dass du mit mir gefahren bist. Wir halten an, ich lasse los.
das Abenteuer ist vorbei. Doch irgendwo, da startet jemand gerade neu. Und es geht rauf und runter, wie auf einer Achterbahn. Es schmeißt mich in die Kurven, ich will weiterfahren. Und alles dreht sich, mal schnell, mal langsam. Und ich bin mittendrin. Und es geht rauf und runter, wie auf einer Achterbahn. Es schmeißt mich in die Kurven, ich will weiterfahren. Und alles dreht sich, mal schnell, mal langsam. Und ich bin mittendrin, und wir sind mittendrin. Hey! Mittendrin und wir sind mittendrin. Dankeschön. Fabian Haupt, vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Auftakt heute Abend. Das ist dein Applaus. Bleib gerne noch ganz kurz sitzen. Wie war es für dich, jetzt heute wieder auf der Bühne zu stehen und mit Live-Publikum zu spielen? Sehr gut. Was für ein Einwand. Ich hab gesessen, genau. Jedenfalls, es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wirklich. Also ich weiß ganz genau, in solchen Momenten und wenn alle auch mitsingen und wenn wir irgendwie so einen schönen Moment haben, warum ich das mache und warum ich damit angefangen habe und warum ich das auch weiterhin machen will. 100 Konzerte im Jahr spielst du normalerweise. Du hast auch selber eben erzählt auf der Bühne, dass du auch zwischendurch mal Existenzängste gehabt hast. Du hast dich aber bekrabbelt und hast weitergemacht. Und ich würde noch mal so gern von dir hören, diese Dachboden-EP, die du mit deiner Band zusammen rausgebracht hast. Wie hat das funktioniert? Ich meine, normalerweise entwickelt man ja als Band auch ein Album zusammen. Wie habt ihr das aufgenommen? Sind da irgendwie, keine Ahnung, Downloads hin und her geschickt worden? Oder wie lief das mit den einzelnen Stimmen? Ja, also man musste natürlich irgendwie kreativ werden und sich was ausdenken und da habe ich natürlich irgendwie so einen gewissen Vorteil oder bringe ganz viel mit, weil ich Musik und Tontechnik studiert habe und deswegen kann ich quasi auch meistens alle Demos, die wir dann mit Band erproben und dann im Studio aufnehmen, die produziere ich meistens zu Hause so ein bisschen vor. Und diesmal ist es wirklich so gewesen, dass ich mir einfach noch viel, viel mehr Zeit nehmen konnte. Man hatte ja auch ohne Ende Zeit. Und tatsächlich sind auch alle Drums auf dieser EP nicht vom Drummer eingespielt, sondern die sind tatsächlich alle programmiert. Aber die Gitarren haben dann die Jungs quasi einfach von zu Hause aus eingespielt, zu den Playbacks mir dann die Spuren zugeschickt und dann ging das Editing und das Arrangement weiter von mir aus quasi ausgehend im Dachboden dann und habe die Spuren alle zusammengemischt. Also es ist wirklich zu 100% die ganzen Streicher-Sounds, die ganzen Pads und was noch an Synthes und so ist, habe ich alles aus dem Keyboard genommen. Und es hat unendlich viel Spaß gemacht, da die Weiten der Soundwelt irgendwie kennenzulernen und sich nochmal reinzufuchsen. Und das ist, wie gesagt, also eine sehr kreative Herangehensweise. Und ich würde sagen, für zukünftige Projekte sicherlich nicht nochmal wegzudenken, weil das auf jeden Fall sehr spannend ist, wenn man im Studio schon was aufgenommen hat, dass man nachher die Möglichkeiten hat, vielleicht noch ein paar Dinge dazu zu machen. Dann freuen wir uns auf ganz viele Homeoffice-Projekte von dir und deiner Band. Fabian Haupt, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Alles Gute euch. So, es geht weiter bei uns mit Musik. Der nächste Act ist ein gemeinsames Projekt der Songwriter Mali Liv Golda und Lars Freddy Erdmann. Heute bekommen sie noch Unterstützung. Erstmal Applaus an dieser Stelle. Das ist die Cousine von Mali, wurde mir gerade gesagt. Ein treuer Fan, bei jedem Konzerten dabei. Diese Menschen muss es auch geben. Support ist immer unheimlich wichtig. Heute bekommen die beiden Unterstützung von Raphael Reddig am Schlagzeug. Und letztes Jahr haben die beiden den Citybeats-Preis für Newcomer abgeräumt. Sie sind quasi die aktuellen Preisträger. Und ich habe sie heute zum ersten Mal kennengelernt und beim Soundcheck mal kurz reingehört.
Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich glaube, man muss die einfach live auf der Bühne erleben und sie einfach in Action sehen. Es wird nicht langweilig, das kann ich versprechen. Wenn Sie die noch nicht live auf der Bühne gesehen haben, dann freuen Sie sich jetzt mit mir zusammen. Liv Lars! Ich chill in meinem Liegestuhl auf meiner Marmorterrasse. Hab Blick auf meinen Riesenpool mit babyblauem Wasser. In meinem Garten wachsen Palmen neben Mango. Zwei Bonobos auf meinem Rasen tanzen für mich Tango. Die Sonne brennt, ich bin hier ganz im Süden. Das viel Entspannen macht mich langsam müde. So müde. So müde. So müde. Ihr habt da alle nichts zu tun! Ihr habt doch alle nichts zu tun. Jeder will ein Haus, jeder will Natur, jeder will mehr Zeit und jeder will eine Uhr. Weniger Kram, aber jeder kommt mehr ein. Jeder stirbt im Wahn und jeder lebt im Schein. Jeder will ein Kind, jeder will mehr Ruhe. Jeder will einen Urlaub, aber jeder will mehr tun. Jeder will ein Ei, aber jeder will ein Huhn. Jedem geht es schlecht, denn jeder ist gut. Ihr habt doch alle nichts zu tun. Ihr habt doch alle nichts zu tun. Also schlüpfe ich zu deiner Haustür auf Zug. Es wird Zeit für einen Ausflug. Und schon treffe ich die Friends in der Aufzug. Habt ihr Bock? Wir haben Bock! Revolution, Leute, stirbt! Gib mir mal die Taschen voller Bier. Die Kugelfische, gib mir mal die Taschen voller Bier. Wollt ihr auch Bier, oder? Komm, gib sie her! Gib mir mal Bier!
and I'm too fake too. Two, five!
wir sind durch. Liv Lars. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Liv Lars. Guck mal, eure Fans hier in der ersten Reihe. Da ist aber Energie rübergekommen von euch, positive Energie. Ganz herzlichen Dank. Wow. Da ist einiges rübergeschwappt ins Publikum. Wie geht's euch jetzt gerade direkt nach dem Auftritt? Natürlich gut. Ja, wir haben Bock, wir haben Spaß. Es hat so Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ein Applaus für euch. Cool, dass ihr da seid. Nice. So, es geht wieder weiter mit Musik bei uns. Der letzte Act für heute Abend. Eine ganze Stunde. Ja, diese Band, die jetzt hier hinter mir steht, es ist ja fast so ein Bandkollektiv, kann man fast sagen. Sie haben sich damals noch im Haus der Jugend im Musikcafé Meets & Beats zusammengefunden und seitdem nicht mehr aus den Augen verloren. Sie nennen sich inzwischen der Rote Kreis und ich bin mir sicher, Sie kennen auch jeden einzelnen von Ihnen in verschiedenen Bandkonstellationen bestimmt schon mal irgendwo auf der Bühne gesehen. Hier sind für Sie Thomas Schneider, Ufo Walter, JJ und Vom Ritchie. Ja. Okay. Man nennt mich JJ, im Untergrund ein Urgestein. Ich sitz auf der Kö, genieß die Sonne bei einem guten Wein. Mir scheint es gut zu gehen, hab alles was ich brauch. Eine klasse Frau an meiner Seite, wenn ich durch die Gassen lauf. Und treff ich meine Fans, es ist wirklich angenehm. Wenn sie morgens um 9:30 besoffen vor der Tanke stehen, können wir ein Foto machen, super gerne, danke, tschüss. Ist kein Land in Sicht, krieg ich wenigstens die Hand geküsst. Sie fragen, Jay, warum brauchst du so lange für das Album? Ich bin nur am Hasseln, lange warte ich schon auf mein Saldo. Bewahre Haltung, kick mal neue 16 Bars. Sie kippen aus den Latschen und ich kick mir was ins Glas. Ein Blick in meine Crowd und ich fühl mich wie ein Star. 2 Stunden nach dem Gig könnt mich wieder hier kein Arsch. Eben noch gefeiert, schreibe herzlich Autogramme und schon hau ich mir alleine die Konserven in die Pfanne. Yeah, man nennt mich JJ. Ja, der Knüppelklopper, der Fortuna-Assi, kennst du nicht, den Düsseldorfer, der immer rappt über Fußball und Feierei. Zu jeder Zeit, wenn man bereit, bin ich meiner geil. Man nennt mich JJ, der mit der tiefen Stimme. Ja, die 2 Meter Lache mit dem riesen Arsch. Der immer freundlich ist, der alles easy findet. Der immer feiert und auf geilen Partys nie verschwindet. Bist du nicht der Jay von JJ, weiß ich was du meinst. Ich weiß nicht was du von mir willst, aber lass es sein. Ich kann es nicht mehr hören und nein, ich bin nicht ausgebucht. Und nein, mein Künstlernamen hab ich mir nicht selber ausgesucht. Ich bin so drauf wie du, kann ich mir nicht vorstellen. Den bin ich auf den Zug, hagelt es sofort schnell. Kleine Fans kommen und sagen, ich seh aus wie Money Boy. Danke für das Kompliment, ist so junge Stani Loy. Man nennt mich JJ, der mit der tiefen Stimme. Ja, die 2 Meter Latte mit dem riesen Arsch. Der immer freundlich ist, der alles easy findet. Der immer feiert und auf geilen Partys nie verschwindet. Man nennt mich JJ. Ja, der Knüppelklopper, der Fortuna Assi, kennst du nicht den Düsseldorfer? Der immer rappt über Fußball und Feierei. Zu jeder Zeit immer bereit für eine Schweinerei. Ich bin ein Anti-Star, war niemals wirklich angesagt. Und statt coole Hemden trag ich alte Shirts der Antifa. Löcher in den Hosensocken, neue kauf ich andermal. Was du heute kannst besorgen, mach ich an einem anderen Tag. Gib mir am Arsch vorbei, das sind alles Tatsachen. Du fährst dir ein Hipster-Hype, dann lass dir doch im Bart wachsen. Bei mir kommt nicht viel Scheiß auf deine Hornbrille. Mein ganzes Testo fließt alleine meine Mordstimme. Man nennt mich JJ, ja der Krippelklopper. Der Fortuna Assi, kennst du nicht den Düsseldorfer. Der immer rappt über Fußball und Feierkreis. Zu jeder Zeit immer bereit für eine Schweinerei. Man nennt mich JJ, der mit der tiefen Stimme. Ja, die 2 Meter Latte mit dem riesen Arsch. Der einmal flüchtete, der alles easy findet. Der immer feiert und auf geilen Partys nie verschwindet.
nenn mich JJ. Ja, der Knüppelklopper, der Fortuna Asi, kennst du nicht den Düsseldorfer, der immer rappt über Fußball und Feierfrei. Zu jeder Zeit immer bereit, bring ich Schweinerei. Man nennt mich JJ, der mit der tiefen Stimme. Ja, die 2 Meter Latte mit den Riesen. Der immer freundliche, der alles easy findet. Der immer feiert und auf geil Partyspieler schwindet. Okay. Kein Schritt zurück, wir kennen nur nach vorn. Bleiben in Bewegung, dafür wurden wir geboren. Egal was passiert, niemals klaut los. Alle Freunde sehen es genauso. Türmen die Gegend, bekleben die Gegend. Und reden mit denen, ja reden mit denen. Für die Überzeugung gibt dem Leben eine Bedeutung. Komm, komm, es gibt keinen Weg zurück. Es gibt keinen Weg zurück, immer nur nach vorn. Es gibt keinen Weg zurück, gestern war gestern und morgen ist morgen. Es wird keinen Weg zurück, immer nur nach vorn. Meine Sender sind ständig und ich fühle mich lebendig. Bildest du dir ein, wer du sein willst? Oder willst du nur so scheinen? Ja, dann sei still. Lass dich gehen und mal treiben, mach die Augen zu. Jeder kann es tun, also spring, spring. Dein Leben, deine Arbeit, deine Frau, deine Arbeit, dein Scheißleben. Werf alles hin, mach keinen Sinn. Es führt kein Weg zurück. Es führt kein Weg zurück. Immer nur nach vorn. Es führt kein Weg zurück. Gestern war gestern und morgen ist morgen. Es führt kein Weg zurück. Immer nur nach vorn. Zu viele Kilos auf der Waage. Zu viele graue Haare. Zu viel Stress auf der Arbeit. Zu wenig Blech in meinem Sparschwein. Zu viel Angst und Beklemmung. Zu viel Scheu, zu viel Hemmung. Alles bla bla, schieb es auf die anderen. Alles nur Gelaber, kann damit nichts anfangen. Was soll ich nur tun? Wer soll ich nur sein? Wo soll ich noch hin? Pass ich da überhaupt rein? Pass ich da überhaupt rein? Wer soll ich nur sein? Wo soll ich noch hin? Was kann ich nur tun? Pass ich da überhaupt rein? Nein! Es führt kein Weg zurück! Es führt kein Weg zurück! Immer nur nach vorn! Es führt kein Weg zurück! Gestern war gestern und morgen ist morgen! Es führt kein Weg zurück! Immer nur nach vorn! Never going back! Chili check, 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 lebe nur im Jetzt! Never going back! Chili check, 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 lebe nur im Jetzt! Dankeschön! Ah, ist das schön hier zu sein, Leute! Okay, liebe Freunde, das ist wirklich unser allerletzter Song und ihr könnt alle nochmal mitmachen, einfach ein bisschen mitsingen, das ist ganz einfach. Ja, Button, ja, Button, ja, Button, Button, Button. Ich höre nichts, das muss lauter gehen. Ja, Button, ja, Button, ja, Button, Button, Button. Lauter, lauter, lauter. Ja, Button, ja, Button, ja, Button, Button, Button. Oh yeah, okay. Es knallt gleich noch ne Tür. Ich bin Düsseldorfer Jung. Hab ich Durst, dann bin ich sauer. Pumpt das Halbier in mein Mund. Weiße Watte bist, bist Lügen, tust du das bitte. Weiße Watte kriegst, krieg Kölsch, Düsseldorfer Pisse, Pisse, Pisse. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja. Hau den Knüppel auf den Schiff und steck ihn in den Tab. Ich brauch keine Knüppel, ja, klar, bitte flapp. Hau den Knüppel auf den Schiff und steck ihn in den Tab. Küt die Polen, lad uns John. Wir verkaufen keine Fricker. Wir haben Dash, nicht die Dinge. War nicht bloß, was willst du, Ficker? Ja, das ist Zeit der Schule und du kriegst Fingerkloppe. Wir schwimmen deine Bude, war das jetzt, du Pimmelfotze? Ich brauch keine Knüppel, ja, klar. Hau den Tönnitz auf den Schnitt und steck ihn in den Tipp. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tönnitz auf den Schnitt und steck ihn in den Tipp.
Ich bin Fortuna und in Düsseldorf bin ich gern. Ich kenn hier jede Sau und Material kann ich dir klären. Hier ist es ganz besonders, es wird ja aber geschossen. Könnt hier zu Heinrich Heine und du bist hier Steppert. Ich brauch keine Kuh, ja, klar, mit dem Flap. Hau den Tönnis auf den Schnitt und steck ihn in den Tap. Ich brauch keine Köpfe, ja, klar, mit dem Flap. Hau den Tönnis auf den Schnitt und steck ihn in. Okay, liebe Leute, ich brauche jetzt noch einmal eure Hilfe. Seid ihr bereit? Alle mal die Fäuste nach oben. Von da überall bis drüben. Alle Fäuste nach oben. Kommt schon. Und jetzt alle klopp, 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 Knüppel, klopp, 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 Knüppel, klopp, 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 Knüppel. Und jetzt alle klopp, 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 Knüppel, klopp, 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 Knüppel, klopp, klopp, klopp. Ihr Schepper! Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tennis auf den Schnitt und steck ihn in den Tee. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tennis auf den Schnitt und steck ihn in. Scheiß drauf, wenn ihr Biscuit, wer kann mich runterfahren? Ich schon jetzt zum Shepard auf dem Fest, kennen am Garage. Ihr lüftet auch im Platt, meine Jungen denken plump. Ja, wir haben nix zu tun, asozial, denn wir sind stumm. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tönnis auf den Schnitt und steck ihn in den Tisch. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tönnis auf den Schnitt und steck ihn in. Ich bin ein Schönling, yeah. Ich rauch mir einen guten Morgen Lungenbrötchen, yeah. Ich hab nix nur Dorn und Grau in meine Eier. Ich schau nur Rost, dumme Elektrofeier. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tönnis auf den Schritt und steck ihn in den Tett. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tönnis auf den Schritt und steck ihn in den Tett. Ladies and Gentlemen, make some noise, Thomas Schneider! Hey, ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tönnis auf den Schnitt und steck ihn in den Tee. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, bitte fett. Hau den Tönnis auf den Schnitt und steck ihn in den Tee. Ladies and Gentlemen, Ufo! Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, mit dem Fett. Hau den Tennis auf den Schritt und check ihn in den Tent. Mit dem Fett, hau den Tennis auf den Schritt und check ihn in den Tent. Mr. Von Ritchie! Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, mit dem Fett. Hau den Tönnis auf den Schritt und steck ihn in den Tett. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, mit dem Fett. Hau den Tönnis auf den Schritt und steck ihn in den Tett. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, mit dem Fett. Hau den Tönnis auf den Schritt und steck ihn in den Tett. Ich brauch keine Knüppel, ja, ja, mit dem Fett. Hau den Tönnis auf den Schritt und steck ihn in den Tett. Dankeschön, Leute. Wow. Vielen Dank. Danke an die Kulturcrew, die das hier alles möglich gemacht hat. Leute, macht mal einen fetten Applaus für die Kulturcrew. Vielen Dank. Ihr seid die Geilsten. Der Rote Kreis, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch und überhaupt an alle anderen Künstlerinnen und Künstler, die heute hier auf der Bühne standen. Fabian Haupt hatten wir mit dabei, Liv Lars, hier fleißig am Tanzen in der ersten Reihe. Dankeschön an euch, ihr habt den Schluss gemacht. Wir müssen leider hier aufhören an dieser Stelle. Danke an dich. Vielen Applaus. Es war ein toller Abend, ein toller Tag. Danke an die Crew, an die Technik.
An alle, die das hier möglich gemacht haben, alles hier aufgebaut haben. Gleich wird alles noch abgebaut. Leute, fetten Applaus! Dankeschön, Düsseldorf! Dankeschön!